Die Mods sind da, ganz herzlich willkommen zurück zu Mr. Bauer Gaming, hier mit einer weiteren Mod-Vorstellung der Mods, die heute am Freitag herausgekommen sind. Und zwar sind das 5 Updates und 29 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bedanken bei Max, Andy, Marcel, Jan, Michael, Simon und Andreas für die neuen Abos. Da ist einiges reingekommen. Da ist vor allem gestern im Livestream ist da einiges gegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind jetzt bei 650 Abonnenten. Weiter so, dann können wir die 1000 in Kürze erreichen. Ich hoffe, dass es keinen Monat dauert, bis wir da sind. Dann werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die das Abo bereits geholt haben und auch alle, die es denken, dass es vielleicht ein Abo gibt, dann holt euch doch das ab, damit ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpasst. So, wir starten wie immer mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für das MAAG-Pack, kommt von SMI Modding, Downloadgröße 20,37 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, rechte Rolle hinzugefügt. Das nächste Update ist für das Phoenix IT Runner Edition, kommt von R. Schaber oder dem VSR Modding Sur Team, Downloadgröße 16,58 MB, jetzt in der Version 1.1.0.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Kennzeichenauswahl hinzugefügt, Visierauswahl hinzugefügt, Armbewegung des Läufers angepasst, neues Symbol und Store-Bilder erneuert. Es stehen weitere Konfigurationen zur Verfügung, und zwar Farbauswahl, Auswahl der Radfarbe, Motorauswahl, Auswahl der Räder, Auswahl der Rundumleuchten-Designs. Das nächste Update kommt für den Fan 700 Vario Generation 6 von Moos Agrar, Downloadgröße 22,68 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Konfigurationen hinzugefügt, Ausstattung, Frontanbauteile, Rundumleuchten, weitere Ausstattung, Spiegel. Diverse visuelle Fehler behoben, neues Modell für Frontladerschutz und Federhalter hinzugefügt, neue Radnaben hinzugefügt, Rundumleuchten klappbar gemacht, Warntafel klappbar gemacht. Das nächste Update kommt für das Steyr CVT-Pack, kommt von Schnibbel Modding, Downloadgröße 62,18 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, fehlende Faces bei Hubs gefixt, Nadel in A-Säule geändert, passende Gewichte hinzugefügt mit 500, 800, 1000, 1200 und 1300 Kilo, Konfigurationen getrennt, Spiegel und Kotflügel einzeln, Zapfwellen in dieses hinzugefügt, Kennzeichenbeleuchtung hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Seedrunner 3755XL von 82 Studio, Downloadgröße 7,87 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, hinzugefügt Schwanenhalsoption, geändert Faltrichtung des Rohres. Der Großhandel kriegt das letzte Update für heute, und zwar kommt dies von Zottel Zockt, Downloadgröße 2,16 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Holzverkaufträger hinzugefügt, Fill Types hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das der Kompaktlader Anhänger Mover, kommt von JG Farms Modding, Downloadgröße 0,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Art Adapter für die Kompaktlader, die vorne angehängt werden, und damit kann man Anhänger herumziehen. Das heißt also, mit dem Kugelkopf kann man dann entsprechend die Anhänger anschließen und herumziehen. Das Gewicht 310 Kilogramm, Preis 870 Euro. Und die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich das ganze Teil. Hier in diesem Fall habe ich angehängt die nächste neue Mod, und zwar ist das der Streutmann Streublitz VS 2004, kommt von STV Modding,
Downloadgröße 2,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Miststreuer mit einem Volumen von 20 Kubikmeter, einem Gewicht von 6,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 15,8 Tonnen, braucht 150 PS, Streuweite 12 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h und der Preis 95.600 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu einem Aufbau, damit wird das Volumen zu 26 Kubikmeter erweitert, oder die Standardversion. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch wie immer. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Grün und Schwarz. Und die Felgenfarbe kann geändert werden zwischen Grau, Spezial, Silber und Schwarz. Die nächste neue Mod heißt Radlader Langgabelpack, kommt von JG Farms Modding, Downloadgröße 1,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack sowohl mit einer langen Ballengabel wie auch einer langen Palettengabel. Die lange Ballengabel hat ein Gewicht von 400 Kilogramm und kostet 1450 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard zu Extension, das heißt, da wird noch ein bisschen was hinzugefügt. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe, welches die Extension betrifft, kann geändert werden ebenfalls aus der Standardpalette. Dann haben wir die lange Palettengabel, wiegt ebenfalls 400 Kilogramm, Preis 1450 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich Design, also hier mit Extension und natürlich auch die Farbe, welche aus derselben Palette ausgewählt werden kann, wie das vorherige Paket. Wir kommen zum Eigenbaugewicht 800 Kilogramm, welches von Kyler Modding kommt, Downloadgröße 0,8 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Gewicht kommt natürlich mit einem Gewicht von 800 Kilogramm. 2500 Euro der Preis und die Optionen hier, die Farben können gewählt werden aus der Standardpalette. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen, daher gehen wir weiter zu der nächsten neuen Mod. Die nächste neue Mod ist die John Deere 6A Series oder 6R Series, kommt von Blauea, Downloadgröße 46,99 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Serie kommt mit drei verschiedenen Traktoren, und zwar die 6R-Serie, und zwar einmal in der kleinen Ausführung, mittleren und der großen Ausführung. Die kleine Ausführung hat eine standardmäßige Leistung von 130 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 195 Litern, 13 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 5,1 Tonne. Der Preis 102.500 Euro. Bei der Konfiguration kann hinzugefügt werden vorne eine 3-Punkt-Kupplung mit der Zapfwelle. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Das Dach kann geändert werden von Standard zum Panoramadach, also hier ein bisschen mehr Sichtweite. Dann kann ein Frontlader hinzugefügt werden, und zwar den von John Deere. Die Motorenausführung haben wir die 6110er mit 130 PS, die 6120er mit 140 PS, die 130er mit 150 PS und zurück zu 6110er. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz, Grün und Beige und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb, Schwarz und Beige. Der mittlere der drei Traktoren kommt standardmäßig mit 165 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 270 Litern, 16 Litern DEF, 50 km/h die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 6,3 Tonnen. Der Grundpreis 131.500 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie im kleinen Modell, das heißt also auch hier der 3-Punkt mit Zapfwelle. Wir gehen jetzt hier nicht unbedingt alles durch, wir können auf jeden Fall, wenn die Zapfwelle nicht ausgewählt ist, können wir Frontgewichte hinzufügen. Einmal von mit 360 Kilo, 560 Kilo, 760 Kilo, 1 Tonne 10 Kilo und 1150 Kilogramm. Die Motorenausführung hier ist die 6135 mit 165 PS, die 145er mit 185 PS, die 155 mit 195 PS und zurück zu 135er.
Auch hier bei den Farben hat man dieselben Optionen wie beim kleinen Bruder. Gehen wir zu dem großen Bruder, der kommt standardmäßig mit 223 PS, wird auch automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 395 Litern, 20 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h, 7,6 Tonnen schwer und kostet 174.500 Euro. Auch hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie bei den anderen kleineren Brüdern. Die Motorenausführung haben wir die 6175 mit 223 PS, die 195er mit 243 PS, die 6215er mit 259 PS und zurück zu der 6175. Die Hauptfarben und die Felgenfarben verhalten sich ebenso, genauso wie bei den kleinen Brüdern. Die nächste Neumod heißt Dalba Supermax 300, kommt von LSD Modding, Downloadgröße 5,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Tiefenlockerer kommt mit einem Gewicht von 3 Tonnen, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern und die Arbeitsgeschwindigkeit liegt bei 12 km/h. Der Grundpreis 29.000 Euro. Beim Design kann hier entschieden werden, ob noch ein Seeaufsatz hinzugefügt wird. Das heißt, man kann direkt auch gleich sehen. Und zwar würde das ein Tankvolumen von 500 Litern Saatgut hinzufügen. Alles andere bleibt gleich, außer natürlich der Preis, der erhöht sich um 8.000 Euro. Man beachte, das Saatgut, was hier reingeht, ist im Prinzip für Gras, Ölsaat, Raps und zurück zu Gras. Das sind also die drei Saatgutarten, die hier gesät werden können. Die nächste neue Mod heißt Amazone Xenius 8003 2TX Super, kommt von Chris, also Red Chris, Downloadgröße 10,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar wiegt diese Gruppe 8,1 Tonne, braucht 350 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und der Preis 68.000 Euro. Die Reifenhersteller können hier geändert werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Und des Weiteren gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Lizard 6000, welches von Adub Modding ABP Team kommt. Downloadgröße 2,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um ein kleines Düngefass mit der Ladekapazität von 6 Kubikmetern, dem Gewicht von 2,2 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Sprühweite von 6 Meter, 14 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 8.000 Euro. Hier kann beim Design geändert werden, ob noch ein paar dekorative Schläuche hinzugefügt werden, einmal auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite oder beidseitig sogar. Die nächste Neumod heißt Kaweco Radium 55, kommt von STV Modding. Downloadgröße 9,26 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist ein Anhänger natürlich für Häckselgut, Stroh und so weiter, für diese Art von Früchten. Kommt mit einem Ladevolumen von 47 Kubikmeter, einem Gewicht von 8,3 Tonnen. 15,7 Tonnen können zugeladen werden und der Preis ist bei 72.500 Euro. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe kann aus derselben Palette ausgewählt werden. Der Flegel Timber Runner mit Z-Kran kommt als nächste neue Mod und zwar kommt diese von HR Forst und Fahrzeugbau. Downloadgröße 7,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Anhängern für natürlich Holz. Der eine ist der Timber Runner Z-Kran Sitz, kommt mit einem Gewicht von 11,1 Tonne, kostet 28.000 Euro und bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Lizard, Nokian und Continental. Die Stammstütze kann hinzugefügt werden, entweder ja oder nein. Und dann gibt es eine große Menge an verschiedenen Verfärbungsmöglichkeiten. Einmal die Rungenfarbe kann geändert werden aus einer sehr großen Palette. Die Sitzfarbe ebenso. Die Kranfarbe kann auch beliebig geändert werden. Die Zangenfarbe, je nach Geschmack, wie es euch beliebig ist. Und natürlich auch entsprechend die Felgenfarbe.
Da hat man also riesen viele Auswahl von Farben, von Farboptionen für jedes einzelne Gerät oder für jeden einzelnen Teil dieses Anhängers. Dann kommt der Timber Runner Z-Kran EPS. Hat im Prinzip dieselben Konfigurationsmöglichkeit, sowohl wie Gewicht und auch der Preis. Alles andere bleibt genau gleich, außer dass hier natürlich einfach eine Kabine drauf gebaut ist. Die nächste neue Mod heißt John Deere 9020 und 9030 Serie, kommt von SID Modding, Downloadgröße 41,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wir schauen uns als erstes mal den 9020er an. Und zwar kommt der standardmäßig mit 280 PS, wird Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1022 Litern, 38 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 19,1 Tonne. Der Preis 109.999 Euro. Bei den Konfigurationen kann eine Steinkiste hinzugefügt werden oder nicht. Dann beim Design hier roher Silber, das betrifft die Auspuffanlage und da gibt es verschiedenste Versionen. Des Weiteren haben wir bei der Konfiguration die Möglichkeit zu wählen, welches Baujahr wir haben möchten. Und zwar gibt es die Option zwischen 2001 bis 2005 und die andere Option ist die 2006er oder 2007er Version. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, bei der Anhängerkupplung was zu ändern und zwar von Standard zu PTO und Dreipunkt mit PTO. Zusätzlich kann ein weiteres GPS-System eingebaut werden, einmal ein neues GreenStar 3000er oder das alte GreenStar 3000er oder gar keins. Die Motorenausführung hier gibt es die 9120er mit 280 PS, dann gibt es die 9220er mit 325 PS, die 9320er mit 375 PS, die 9420er mit 425 PS, die 9520er mit 450 PS und natürlich noch die 9620er mit 500 PS. Es können Rundumleuchten hinzugefügt werden und zwar eine, zwei oder keine. Dann gibt es bei der Ausführung hier die Möglichkeit zu wählen zwischen der US-Ausführung, der australischen Standardversion, die erweiterte australische Version und einmal die EU-Ausführung. Bei den Reifenvarianten gibt es unzählige Möglichkeiten, etwas herauszufinden, was gerade für den nächsten Job passt. Da gehe ich nicht alles im Einzelnen durch. Und das war es dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Daher schauen wir uns den 9030er an und zwar kommt der standardmäßig mit 325 PS, hat eine Tankfüllmenge von 1363 Litern, 38 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 19,5 Tonnen, der Preis knappe 160.000 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten hier sind alle identisch wie mit dem anderen Modell, das wir bereits angeguckt haben. Daher gehen wir direkt in die Motorenausführung hier. Dann haben wir hier die 9230er mit 325 PS, die 9330er mit 375 PS, die 9430er mit 425 PS, die 9530er mit 475 PS, die 9630er mit 530 PS. Alles andere ist identisch, außer der Hauptfarbe, die wir noch wählen können, zwischen Standard und Blau, und zwar betrifft das die Scheibentönung. Die nächste neue Mod heißt Arbeitsplan, kommt von KR Softwares, Downloadgröße 32 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kann man hier, wenn man zum Beispiel sagt, ich besitze Feld 4, kann ich festlegen, was drauf war, was gemacht werden muss, welche Düngestufe drauf ist und welche Art von Dünger ich verwenden will. Dann den Zustand des Feldes bezüglich Striegeln, Mulchen, Walzen, Steine und so weiter und so fort. Und man kann sogar festlegen, was die nächste Frucht sein soll. Und somit hat man auf dem Hof immer den Überblick, was als nächstes ansteht. Das ist insbesondere praktisch, wenn man es braucht, auf einem Multiplayer, wo drei oder vier Personen denselben Hof betreuen und somit muss nicht immer Absprache genommen werden. Hier ist alles hinterlegt, was als nächstes zu tun ist. Eine geniale neue Mod für das Multiplayer-Spiel.
Die nächste neue Mod ist der Quernerland Tarup 12040D von STV Modding. Downloadgröße 8,08 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Anhänger ist gedacht für Häckselgut, für Heu und Stroh und diese Art von Ladung hat ein Ladevolumen von 38,9 Kubikmeter, ein Gewicht von 6,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht 15,4 Tonnen und der Preis ist bei 52.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch. Dann kann ein Aufbau hinzugebaut werden, wobei das ein bisschen trügerisch ist. Also hier kann einfach der Aufbau weiß gemacht werden, farbig oder wieder Aufbau. Dann beim Design kann hinzugefügt werden ein Kotflügel, Kotflügel 2 und wieder Standard. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, welche ein bisschen erweitert ist. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Spezial, Silber und Schwarz. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar die Mod mit dem wahrscheinlich kompliziertesten Namen. Und zwar ist das der Lizard Gas PCRC EHD 10020. Kommt von SR Vertex, Tilk Modding. Downloadgröße 8,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug, was mir eher scheint, nach einer Scheibenecke mit einem Gewicht von 11,7 Tonnen, braucht 450 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h, der Preis 28.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Lizard Trelleborg und dann wieder Continental. Dann kann die Abziehbilder oder die Aufkleber können geändert werden von Design 1 zu Design 2, Design 1 und der Heckaufkleber kann hinzugefügt werden oder nicht. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer ziemlich großen Palette und die Farbe des Lagers kann geändert werden zwischen Gelb, Metallisch Schwarz und Metallic Silber. Des Weiteren kann auch noch der Scheibenrand geändert werden farblich, und zwar Metallic Silber, Schwarz und natürlich auch noch Metallic Silber. Und die Felgenfarbe kann auch natürlich geändert werden aus der vorhergehenden ziemlich großen Farbpalette. Das Lizard Ideal Liner Pack kommt von No Name, Downloadgröße 17,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Kipper-Anhängern. Und zwar zum einen den 106er, der mit einem Ladevolumen von 63.000 Liter kommt, wiegt 6,6 Tonnen und kostet 72.500 Euro. Die Reifenhersteller hier können geändert werden zwischen Continental und Lizard. Dann kann ein Ersatzrad hinzugefügt werden, und zwar hier unten. Also hier auf beidseitig mal ein Ersatzrad. Dann das Design kann geändert werden von ohne Reflektoren zu ohne Reflektoren mit Logo und dann Logo 2, dann mit Reflektoren und dasselbe mit und ohne Logo. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer erweiterten Standardpalette. Die Designfarbe kann ausgewählt werden aus der Standardpalette und betrifft die Abdeckung, und die Felgenfarbe, versteht sich von selbst, betrifft die Felgen. Dann haben wir den 133er, der hat ein Ladevolumen von 79.000 Litern, wiegt 7,7 Tonnen und kostet 85.000 Euro. Hier haben wir exakt dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim 106er, daher gehen wir nicht weiter auf diese ein. Wir kommen zum New Holland Disc Cutter F320P, kommt von No Name, Downloadgröße 6,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Schneidewerk mit einem Gewicht von einer Tonne, braucht 82 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,2 Meter und arbeitet bei 22 km/h. Der Preis 17.000 Euro. Hier kann noch eine Beleuchtung hinzugefügt werden. Wir kommen zu einer weiteren Gabel, und als hätten wir nicht schon genug. Und zwar ist dies die Lizard Gabel, kommt von Kyler Modding, Downloadgröße 2,22 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Gabel mit einem Gewicht von 94 Kilo, kostet 1600 Euro und die Hauptfarbe kann aus der Standardpalette ausgesucht werden und betrifft natürlich den Rahmen. Die nächste neue Mod heißt Anhänger mit Rübenschneider, kommt von Dogface, Downloadgröße 4,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Volumen von
knappen 30 Kubikmetern, einem Gewicht von 7,5 Tonnen, maximalem Zuladegewicht von 12,5 Tonnen, Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und der Preis liegt bei 51.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Bredestein und Trelleborg. Des Weiteren gibt es hier keine Konfigurationsmöglichkeiten. Beim Abladen von Zuckerrüben kann entschieden werden, ob diese als Zuckerrüben abgeladen werden sollen oder als Zuckerrübenschnitzel. Das ist der Unterschied zu einem Standardanhänger. Der Kverneland Tarub 107 kommt von No Name, Downloadgröße 4,12 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger mit einem Ladevolumen von 8000 Liter Standard, 2 Tonnen ist das Gewicht und der Preis 6500 Euro. Das Volumen kann erhöht werden von 8000 auf 10.000 Liter und natürlich auch noch die Häcksler-Variante mit 14.000 Litern. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian und Trelleborg und die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette, welche ein bisschen erweitert ist, und die Felgenfarbe natürlich von der Standardpalette. Wir kommen zum JCB Fast Track Paket. Das kommt von Bandit 36FR, Downloadgröße 22,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket natürlich mit den beiden Fast Tracks. Zum einen den 4220, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 235 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 45 Litern DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 9 Tonnen ist das Gewicht. Der Preis 216.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Continental Metas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten spiele ich natürlich nicht durch wie immer. Dann die getönten Scheiben können gewählt werden zwischen 15% und 45% Tönung oder, wenn es ganz dunkel sein soll, 80% Tönung. Lichtleiste, ja, die kann hinzugefügt werden hier oben. Dann eine Rundumleuchte kann hinzugefügt werden und da gibt es, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Optionen. Dann das Covering kann hinzugefügt werden, ja oder nein. Das ist bei der Motorhaube, dem Dach oder Dach und Motorhaube. Dann gibt es LED-Blitz, die kann hinzugefügt werden. Dann kann ein Gitter hinzugefügt werden, welches um den Auspuff herum angebaut wird. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugefügt werden von Quickie oder Hauer. Des Weiteren gibt es hier verschiedenste Möglichkeiten der Farbgebung. Die Karosserie kann geändert werden, wie man das gerne hätte. Das Gitter kann auch gewählt werden, wie man das gerne hätte. Die Motorhaube kann natürlich auch geändert werden. Das Dach kann individuell geändert werden. Also hier kann man sehr, sehr bunt werden. Dieser Traktor sieht ja richtig gut aus. Italienisch ein bisschen, oben ein bisschen holländisch und unten ein bisschen pink. Dann gibt es den 8330er, der kommt standardmäßig mit 348 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 600 Litern, 70 Litern DEF, 70 km/h, Maximalgeschwindigkeit 11,9 Tonnen und kostet 289.000 Euro. Hier haben wir exakt dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim kleinen Bruder. Wir haben hier noch ein paar Sachen mehr, also Heckflügel kann noch hinzugefügt werden oder ein bisschen breiter gemacht werden. Des Weiteren ist alles exakt dasselbe. Der Rübenlader für Radlader kommt von EI Modding, Downloadgröße 0,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Rübenlader als Schaufel daher für den Radlader mit einem Volumen von 4000 Litern und kostet 3000 Euro und wiegt 200 Kilo. Die Farbe kann gewählt werden von der Standardpalette. Des Weiteren muss hinzugefügt werden, dass, ob schon es heißt Rübenlader, es natürlich auch für Kartoffeln zu gebrauchen ist. Wir kommen zum MAN TGS Milch LKW. Der kommt von Deutschschweizer Agrarservice Castor Flowey Steffen AKW 7K. Kommt mit der Downloadgröße von 10,76 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser LKW kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat 400 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 40 Liter für DEF, 91 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. 13.500 Liter Milch kann geladen werden. 8,5 Tonnen ist das Gewicht. 25,5 Tonnen ist das maximale Zuladegewicht. Und der Preis ist bei 142.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Trelleborg.
Dann, das Dekal kann hinzugefügt werden in verschiedenen Sprachen, entweder in Deutsch, Englisch, Französisch oder kein Dekal. Dann, die Ladekapazität kann erhöht werden auf 18.500 Liter, wobei sich auch die Tankfüllmenge für Diesel erhöht auf 500 Liter. Und die Ladekapazität groß. Und die Ladekapazität groß fasst dann 25.000 Liter Milch und 600 Liter Diesel. Bei der Motorenausführung gibt es den 18500er mit 500 PS, den 18550er mit 550 PS, den 18600er mit 600 PS und den 18640 mit 640 PS. Die Farbpalette für die Fahrerkabine kann aus einer ziemlich großen Farbpalette ausgewählt werden, genauso wie die Farbe des Tankaufbaus und auch natürlich die Felgenfarbe kann entsprechend ausgewählt werden. Die Transportplattform 4000-H kommt von Adub Modding ABP Team, featuring BSM, Downloadgröße 0,58 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Plattform daher mit 3,6 Tonnen, kostet 9.000 Euro und kann als Flachbett oder als Extension gekauft werden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Ja, das ist dann schon alles, was hier geändert werden kann. In der Beschreibung steht, dass diese Plattform verwendet werden kann mit dem IT-Runner wie auch mit dem Roland-Pack. Wenn ich aber jedoch jetzt hier einmal das vorführe und ich diese Plattform hochziehe, sehen wir, dass das ein bisschen komisch sich verhält. Und auch wenn ich jetzt gar nichts mache, ich fasse gar nichts an, ich fahre nur mit der Kamera hier rum, sieht man, dass sich dies sehr, sehr komisch verhält. Also ich weiß nicht, wie kompatibel die sind. Wenn ich das jetzt wieder ablade, werden wir mal sehen, was passiert. Okay, diesmal war das gar nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall ist zu wissen, dass das hier ein bisschen problematisch sein könnte. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Mi Familia Restaurant. Kommt von Adams Kong. Downloadgröße 1,16 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Ist ein Restaurant, wo ihr auch andere Sachen verkaufen könnt, wie zum Beispiel Kartoffeln, Mais, Mehl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Butter, Käse, Ei, Zucker, Kuchen, Honig, Tomaten, Salat, Erdbeeren, Trauben und Traubensaft. Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro. Der Autopalettes Manager kommt von Vanquish 081, Downloadgröße 1,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Autopalettes Manager ist ein automatisiertes System, mit dem Sie alle Produkte geordnet auf Paletten lagern können. Ist zu finden im Baumenü unter Silos. Da gibt es verschiedene Optionen. Zum einen mal die für Müslikuchen, Brot, Käse, Rapsöl und Schokolade. Dann gibt es die Version für Käse, Kleidung, Schokolade, Ei und Stoffe. Dann des Weiteren gibt es eine Option für Traubensaft, Trauben, Möbel, Mehl und Honig. Die nächste Version nimmt Salat, Rosinen, Tomaten und Olivenöl. Die nächste Version nimmt Saatgut, Zucker, Wolle, Tomaten, Erdbeeren und Sonnenblumenöl. Und die letzte Version nimmt Salat, Wolle, Tomaten, Ei, Erdbeeren und Honig auf. Ich stelle mir vor, dass man das hier dann einfach ablädt und das dann rein spawnt und dann auch wieder herausnehmen kann. Die nächste neue Mod ist die Biogasanlage 150 Kilowatt, kommt von Vertex Design, Downloadgröße 35,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü natürlich zu finden unter Produktion, Fabriken und das ist dann diese Anlage hier. Kostenpunkt 365.000 Euro. Ja, eine kleine BGA für den kleinen Hof, wenn man nicht genügend Platz hat.
Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Pferde weiter, kommt von ACVR, Downloadgröße 3,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und natürlich Pferde. Das ist dieses Gehege hier, also diese Weide. Hat Platz für 7 Kühe, kostet 25.000 Euro und 45 Euro Unterhalt pro Tag. Die nächste neue Mod heißt Tiere Placeables Paket, kommt von Puma 145, Downloadgröße 23,72 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier verschiedene Tiergehege, die hinzugekommen sind als Option. Einmal bei den Kühen haben wir eine Option für 50 Kühe und einmal für 200 Kühe. Bei den Pferden haben wir zusätzliche Optionen für 8 Pferde und für 16 Pferde. Bei den Schweinen haben wir auch eine Option für 100 Schweine und 300 Schweine. Bei den Schafen haben wir die Option zwischen 80 Schafen und 250 Schafen. Und zu guter Letzt haben wir bei den Hühnern die Möglichkeit, zwischen 100 Hühner und 400 Hühner halten zu können. Wenn ich mich nicht irre, sind das die Tiergehege aus dem LS19. Wenn ich mich täusche, bitte kommentiert doch mir, ob das so korrekt ist oder woher dann die kommen. Es scheint eine Konvertierung zu sein. Wir kommen zu der vorletzten neuen Mod, und zwar heißt diese Betonzäune. Ist natürlich im Menü unter Zäune zu finden. Dann haben wir hier verschiedenste Versionen, verschiedene Tore. Das sind alles inkludiert in diesem Paket. Ja, viel Spaß beim Einzäunen. Man kann hier ziemlich schöne Sachen machen. Diese Zäune kommen von Maka, Downloadgröße 8,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie man es sich gewohnt ist, bei Mods von Maka sind die detailliert sehr, sehr hoch aufgelöst, fein aufgelöst, hervorragende Arbeit. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, und zwar ist das animierte Gebäudepark, kommt von Alien Jim, Downloadgröße 15,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist im Baumenü zu finden unter verschiedenen Kategorien. Also wir haben zum Beispiel in Hallen haben wir den offenen Unterstand, den haben wir die Fahrzeughalle immer in zwei Versionen, einmal die steinerne Version, einmal die rote Version. Dann haben wir hier noch einmal einen Unterstand, auch in den beiden Versionen. Bei den Silos, da haben wir ein Hofsilo mit einer Kapazität von 800.000 Litern, einmal in der steinigen Version, einmal der roten Version. Silo-Erweiterung gibt es hier nicht. Dann haben wir die Container, dann haben wir hier die Saatguthütte, einmal in der Steinversion, einmal der Rotversion. Da kann Saatgut, Kalk und Pflanzenschutz gekauft werden. Dann haben wir die Düngerhütte, da kann Fest- und Flüssigdünger gekauft werden. Auch die Version in Stein und auch die Rote-Version. Und dann haben wir unter Tools die Werkstatthalle in der steinernen und in der roten Version, wie auch eine Waschstation, natürlich auch in den beiden Versionen. Warum heißt es animiertes Gebäudepark? Wir schauen uns das an, wir platzieren das so hin, dann seht ihr das unfertige Gebäude. Ich gehe da hin, mache das auch so, dass wir das sehen, und dann wird das hier so für uns aufgebaut. Spektakulär, da kommt das Tor rein. Machen wir hier auf. Wir können hier Licht einschalten. Dann haben wir die zweite Version. Das ist, glaube ich, das Silo. Genau, das ist, oder die Waage, ja, das ist das Silo. Licht ausmachen. Und zu guter Letzt noch ein drittes Beispiel. Schauen wir auch noch zu, wie das aufgebaut wird. Wunderbar, das ist dann die Waschstraße oder die Werkstatt. Dann würde ich sagen, dann war das dies mit der Mod-Vorstellung von heute. Es hat ein bisschen länger gedauert als normal. Ich hatte wieder mal technische Probleme. Ich möchte mich bei allen bedanken, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Und natürlich möchte ich euch bitten, falls euch das gefallen hat, bitte lasst doch den Daumen da. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen.
und auch gerne andere Inhalte, die auf dem Kanal noch kommen werden, wie zum Beispiel die Geschichte des Schafhirten in Wyoming und andere Inhalte, die in Zukunft natürlich auf diesem Kanal kommen werden. Ich möchte mich bedanken. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es, genießt die Familie, genießt das schöne Wetter, was ja anscheinend in Deutschland ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Danke, tschüss und hasta luego.